Herr Präsident! Grundsätzlich ist ein umfassendes wirtschafts und handelsabkommen mit kanada durchaus zu begrüßen und ich möchte ja gleich zur einschränkung der visafreiheit kommen. es sollte doch jedem souveränen staat selbst überlassen werden für wen es reiseerleichterungen verabschiedet. es steht dementsprechend auch rumänien oder bulgarien offen zu entscheiden welchen staatsbürgern sie die einreise in ihr land erschweren oder auch erleichtern. für sinnvoll halte ich auch die asylpolitik von kanada die zwischen antragstellern aus demokratischen und undemokratischen ländern durchaus unterscheidet. denn ein asylant kann schon von der definition her nur jemand sein der aus einem land kommt wo er verfolgt wird was sich auf demokratische eu staaten wohl kaum zutreffen lässt. die eu sollte sich vielmehr ein beispiel an der asylpolitik kanadas nehmen. kanada war und ist grundsätzlich ein großzügiges einwanderungsland. nur wenn man mit sogenannten touristen negative erfahrungen hat die dann untertauchen die hier die gastfreundschaft über gebühr in anspruch nehmen und es mit einer niederlassungsfreiheit verwechseln dann verstehe ich dass man durchaus bedenken auch in kanada gegen diese form von einwanderung hat.